In diesem Video zeige ich, wie man in Joomla einen Beitrag erstellt und diesem Beitrag ein Bild hinzufügt. Dazu loggen wir uns ins Backend ein. Das habe ich hier schon getan. Gehen dann auf Inhalt, Beiträge, Neu. Geben hier den Titel des Beitrages ein. Ich sag mal dann hier halt ein neuer Beitrag für Joomla. Dann trage ich hier unten in dieses Feld den Text ein, der nachher auch auf der Homepage erscheint. Mein Text. So, und jetzt möchte ich gerne, dass links neben dem Text ein Bild sitzt. Dafür setze ich den Cursor vor das M, also ganz nach links. Dann gehe ich auf Insert Edit Image. So, hier in diesem Bereich sehe ich schon, welche Bilder auf dem Server für meine Joomla-Präsentation bereit liegen. Ich lade mir jetzt ein neues Bild hoch, gehe dazu hier auf Upload. Dann gehe ich auf Browse. Dann geht man hier auf zum Beispiel Glühbirne 1, sagt Öffnen, klickt auf Upload. So, man sieht, das Bild ist schon eingefügt. Ich kann auch mehrere Bilder markieren und gleichzeitig hochladen. Das zeige ich nochmal. Gehe wieder auf Upload, Browse, Glühbirne und Logo markiere ich jetzt beide. Gehe auf Öffnen. Und man sieht, beide wurden hier angenommen. Gehe wieder auf Upload. So, und dann habe ich auch wieder meine Bilder hier in diesem Ordner. So, jetzt möchte ich gerne, dass Glühbirne 1 neben meinem Text sitzt. Dazu klicke ich einmal auf die Datei, auf den Dateinamen. Jetzt sehe ich, dass mein Bild 1000 x 1000 Pixel groß ist. Das ist zu groß. Jetzt werde ich es gleich auf 200 Pixel verkleinern. Und damit das Bild auch proportional bleibt, lasse ich hier das Häkchen sitzen bei proportional. Und dann passiert Folgendes. Ich gebe 200 Pixel Breite ein, klicke mit der Maus in das leere weiße Feld. So, und dann sehen Sie auch schon, hier hat sich dieser Wert angepasst. Jetzt möchte ich gerne, dass mein Bild ja jetzt auf der linken Seite sitzt, mein Text auf der rechten. Dazu gehe ich hier auf Alignment, setze das Bild nach links, mache hier das Häkchen weg für Equal Values, bei Equal Values. So, dann sage ich, ich möchte, dass der Text 10 Pixel vom Bild entfernt sitzt. Dafür trage ich hier bei Right 10 Pixel ein. Und Sie sehen, der Text wandert 10 Pixel weiter nach rechts. So, das war eigentlich alles, um ein Bild einfach einzufügen. Dann gehe ich hier auf Insert. Und Sie sehen, mein Bild sitzt links, mein Text rechts. Ja, und dann war das schon fast alles, außer dass Sie noch auf Speichern und Schließen klicken müssen. Und schon haben Sie Ihren neuen Beitrag erstellt. Ein neuer Beitrag für Joomla. Das war's.